Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu unserem neuen Format My First Trade. Wir haben dieses Videoformat so konzipiert, dass wir gemeinsam unseren ersten Trade platzieren. Jetzt denkt der eine oder andere, es ist jetzt der zweite Teil. Platzierst du heute schon einen Trade? Nein, wir sind immer noch bei der Basis, bei den Grundlagenwissen. Das muss erstmal sitzen. Und heute das Thema im Part 2 ist noch einmal die Währungen, nochmal der Forex-Markt. Und hier heute geht es um die Majors. Und da steigen wir auch direkt rein. Forex-Trading bedeutet Handeln mit Währungen. Wir kaufen nichts Physisches an der Forex, sondern wir wechseln Währungen. Ja, die Wirtschaftskraft eines Landes wird gegenwärtig oder in der Zukunft durch den Preis der Landeswährung wiedergespiegelt. Preis einer Landeswährung, hier in diesem Beispiel auch gekoppelt an der Wirtschaftskraft. Ja, Beispiel im Yen, das hatten wir letztes Mal ja schon gemacht, ja, bei, das heißt, wir kaufen Yen und wir gehen davon aus, dass die japanische Wirtschaft wirklich boomt und stark wird, also kaufen wir diesen Yen, ja, und irgendwann, wenn diese Hypothese in Kraft tritt, verkaufen wir diese Währung wieder, ob jetzt gegen Euro oder gegen Dollar etc., das kann man sich frei letztendlich wählen. Die Majors und die Hauptwährungspaare sind hier mal gekennzeichnet. Also es gibt viele Währungspaare, die gehandelt werden können, aber wir konzentrieren uns für unseren ersten Trade und auch für unsere Strategien auf die Hauptwährungspaare. Und da gehen wir direkt mal rein. USD, habt ihr sicherlich schon gehört, Symbol USD in der Abkürzung in der Vorsprache, Vereinigte Staaten, das ist also die Dollarwährung und genannt BAC ist der Spitzname. Dann gehen wir in die Eurozone, Euro-Symbol, Eurozone, die Währung bei uns ist der Euro, kennen wir, und der Spitzname ist Fiber. Nächste Währung ist das japanisch Yen, Kürzel JPY, japanisch Yen, und Spitzname gibt es dort nicht, sondern wir nennen ihn Yen. Britisch Pfund, ja, und hier das Kürzel GBP, Vereinigtes Königreich, wir handeln also den Pfund, und der Spitzname Cable, das liegt mit den Unterwasserkabel zusammen, ja, da aber nochmal zum Thema Geschichte, da gibt es ein separates Video mal. Dann Schweizer Franken, CHF. Land ist klar, die Schweiz, und die Währung Franc und Abkürzung der Swissie. CAD, das ist Kanada, kanadisch Dollar, ja, und Spitzname Loonie. Dann haben wir Australdollar, Australien, Währung Dollar und Spitzname Aussie. Und Neuseeland, dort NZD, Dollar, Währung und der Spitzname hier Kiwi. Gucken wir uns mal die Kürzel einmal an. Die Zusammensetzung eines Währungspaars, zum Beispiel bei GBP, ist GB für das Land, also britisch, Great Britain, und P steht für das Pfund. Ja, und hier nochmal die Zusammensetzung von diesen Hauptwährungen, haben wirklich einen niedrigen Spread, das für uns als Trader extrem wichtig ist, auch wenn der eine oder andere jetzt vielleicht aus der Türkei kommt und sagt, türkisch Lira, Carlos, ist auch cool, ja, aber die Spreads sind relativ groß, Spreads nochmal zwischen Bit- und Ask-Preis, auch das werden wir in dem nächsten Video definitiv besprechen. Hier noch einmal die Zusammensetzung, und hier sehen wir ganz klar, 87% werden in Dollar gehandelt, danach ist Euro und dann japanisch Yen. Hier könnt ihr euch die Graphen nochmal anschauen. Ja, Anteil der Währung insgesamt, Euro-Dollar mit 24%, USD mit 18,3%, Britisch Pfund, US-Dollar mit 8,1%. Was hat das mit Trading zu tun? Das ist die Grundlage, das Grundwissen, und das solltet ihr euch wirklich nochmal notieren, damit ihr vom Verständnis wisst, was ihr eigentlich dort auch an den Assetklassen tradet. Vorteile also hier nochmal zum Abschluss des Handel mit Majors. Es ist eigentlich auf den Punkt gebracht, große Länder, das heißt, wir haben dort viele News, die auch in dem Wirtschaftsraum uns dargestellt werden. Wir haben sehr, sehr enge Spreads, was vom Kostenfaktor interessant ist, große Liquidität her, das würde ich bezeichnen, es sind die großen Vorteile. Damit würde ich auch, meine Damen und Herren, das Thema Währung erstmal abschließen, und ich freue mich schon auf die nächste Woche und bin schon sehr, sehr gespannt. Wenn ihr euch das oder wenn ihr das Format gut findet, könnt ihr gerne uns einen Daumen oben lassen. Das ist ja die Währung bei YouTube. Ansonsten wünsche ich euch eine erfolgreiche und eine gesunde Woche.